probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, schmeiß alle deine Sorgen über Bord. Der Klassiker aus dem Film darf natürlich auch bei dieser Aufführung nicht fehlen. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Doch sonst ist schon einiges anders in der St. Pauli-Theater-Version. Mowgli wird zum Beispiel von einem Mädchen gespielt. Ah, ich weiß, wie ich aus dieser Bärenfalle wieder herauskomme. Du kleiner Frechdachs. Mir gefällt am meisten, dass sie so eine Freude hat an allem und so viel lernen möchte und neugierig ist und dieses kindlich Naive, aber trotzdem sich so zu dem Erwachsenwerden entwickelt und dass sie einfach so, ja, so danach lechzt, irgendwie ganz viel zu lernen, und das finde ich ganz, ganz schön. Und sie ist ziemlich mutig. Soll der blöde Tiger noch kommen? Ich werde ihm schon zeigen, was ich von ihm halte. Dass es ein Mädchen ist, das ist mal ein bisschen abwechslungsreicher. Und da, sie ist halt sehr witzig. Das ist auch eine gute Idee, dass sie dafür ein Mädchen genommen haben. Sie ist lustig, hat immer viel Spaß und zieht auch Sachen durch. Auch die begleitenden Eltern kommen auf ihre Kosten. Es gibt einige feine Anspielungen, die nur Erwachsene verstehen. Wenn zum Beispiel der dümmliche Affenkönig seine Trompete anpreist. Tolles Teil, großartige Erfindung, könnte von mir sein. Ich würde es Trompete nennen. Wir haben schon viele Gags, die vielleicht Kinder noch nicht so verstehen, die dann für Erwachsene was sind. Anspielungen auf Figuren der heutigen Politik werden auch durchaus vorhanden sein. Das werden die Erwachsenen natürlich mehr erkennen als die Kinder. Die Kinder, die heute bei der Generalprobe dabei sein durften, fanden übrigens diese Kampfszene ganz besonders beeindruckend. Aber ab heute bist du verbannt! Verschwinde von hier! Aber... Wie sie das dann gemacht hat und so gekämpft haben, das fand ich sehr spannend. Ich dachte schon, das wäre Spielfeuer, aber dann habe ich gesehen, dass es echtes Feuer war. Und das fand ich ganz faszinierend. Faszinierend sind auch die Kostüme, das Bühnenbild und die Schauspieler. Das Dschungelbuch im St. Pauli-Theater, absolut empfehlenswert. Ein Affe kann sein wie ein Mann oder eine Frau wie du.